wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Gemeinde. Herzlich willkommen bei Nightsoul 36. Und ja, heute sitzt mal nicht Senior hier, sondern Junior, weil es mal um ein anderes Motorrad geht. Eigentlich ist es kein Motorrad, es ist ein Moped und es ist meins. Es ist eine Ryu RRX, Baujahr 2006 und ist ziemlich dreckig. Das heißt, heute werden wir dieses Schmuckstück sauber machen. So, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Heck an und arbeiten uns nach vorne durch. Das heißt, wir haben hier hinten eher nur Erde und Schlamm. Viel Hartnäckiges sehe ich nicht. Das heißt, wir nehmen uns hier mal ein Tuch. Ich habe hier unten einen Eimer mit Wasser. Tauchen wir es mal hier ein. Fangen wir mal hinten an. Nur mal, dass man hier sieht, wie dreckig das ist. Es ist schon extrem. Es gibt Schlimmeres, aber eigentlich ist es nicht mal so schlimm. Es ist nur Staub und Feinpartikel, wenn man so sagen kann. Andere Seite. Ja, wir haben in den letzten zwei Tagen, beziehungsweise mein Vater hat einen Tag mehr hier daran geschraubt. Und ich habe dann gestern das Heck auseinandergebaut und den Auspuff demontiert. Von vorn bis hinten. Irgendwo ein offene Kabel stellen. Gucken wir mal grob drüber. Probieren wir hier nochmal aus. Dreck schlieren. Ach, das dürfte gut gehen. Putzen ist nicht das Schwerste. Dauert nicht so lange. Aber ja. Wackelt ein bisschen viel. Das ist nicht so ein Problem. Ich muss schauen, dass ich überall dazukomme. Dass es übrig bleibt. Dass schön sauber ist. Runter. So. Das ausgehen. Mit unseren Fetzen auswaschen. Und weitermachen. Es ist sehr heiß. Wenn man mein Gesicht sieht, ich schwitze. Und das nicht gerade wenig. Schlauch. Schön sauber machen. So. Schauen wir mal hinten. Keine Dreckschlieren mehr vorhanden. Heißt gut. Auch hier runter muss ich noch. Die Kanten sind halt schwer zu erreichen, aber mit kleinen Fingern
ziemlich gut. Am besten legt ihr auch wie ich etwas drunter, wo ihr putzt. Falls ihr jetzt auf einer Hebebühne wie ich arbeitet und die Hebebühne nicht unbedingt versauen wollt. Weil es fällt schon ziemlich viel Dreck noch dazu runter. So. Sieht man hier? Bisschen runter. Schon mal. Weil die oben sind wieder fertig. Zwischen rein. Kabelbinder könnten wir eigentlich losmachen. Der hat hier keinen Zweck. So. Der hat einen Zweck. Okay. Dann schauen wir mal. Wenn das hier gut wird, dann bin ich glücklich. Die Schrauben hier sind ein bisschen. Wir gehen dann nochmal drüber. Überall. Was ist das? So. Mal schauen. Tut das auch noch Dreck. Vor allem hier. So, Vorsicht bei den Kabeln. Das Kleber oder so in der Art. Oh, sweet. Halt leider jetzt ohne das Mikro. Entweder war ich zu dumm oder ich habe was vergessen. Aber ja. Ich bin schon auf der Höhe. Das ist eigentlich klar, dass ich mich hier hinsetze. Die Seite. Hier hinsetzen. Dann seht ihr auch mich ein bisschen. Heiß ist es. Es ist sehr heiß. Von hier hinten rostet es auch. Oh, was soll man machen? Hier ist nochmal alt. Das war jetzt genau das, wo ich immer dran hängen geblieben bin. Was ist da hier wohl? Und klemmen das jetzt hier wieder so drüber. Sind wir jetzt eigentlich soweit mit dem Heck fertig? Könnten wir hier nochmal schauen, dass das hier stabil steht. Die Feder hinten auch noch. Das ist auch ziemlich dreckig. So. Wir arbeiten uns von oben nach unten. Bevor wir dann unten fertig sind, nach oben gehen und der Dreck von oben nach unten rinnt, wäre nicht sehr vorteilhaft. Ich wieder was abbekommen. Entschuldigung. Mit dem Fuß hier dran gekommen. Macht nichts. Schätze ich halt mal. Das ist der Nachteil, wenn man mit dem Fahrrad herfährt.
was natürlich erschöpft wie sonst was. Müssen wir noch mal schauen. Also hier da hinten sieht man die Fußraste. Ist auch dreckig und auch sauber. Hier unten ist schon hartnäckiger. Das sieht man ja gar nicht. Unten. Nach unten. Besser dazu. Da ist wahrscheinlich sogar noch original von 2006, so wie der aussieht. Das Rio-Logo ist ja oben. Ich muss mir vorsichtig ein bisschen näher. Hinten den Zopf hin. Rahmen. Das meiste ist hier bei den Reifen. Wenn der Dreck hochfliegt, ist dann ablagert. Wenn man es nicht auf das Putz kann, ziemlich hartnäckig werden. Genauso wie der Motor. Voller Öl. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber der sifft ordentlich. Vergaser, ja. Weiß gar nicht, die wird sogar. Okay, so wird sie wahrscheinlich nicht laufen oder den Tank, aber wenn ich den Tank anschließen würde, würde sie gehen. Wobei es auch ein bisschen blöd wäre ohne Auspuff, aber sie läuft. Sehr festhalten die Jacke. Hier. Hier. Nase abwischen. Hm. Kann ich ja eigentlich bisschen tiefer holen hier. Dass man hier auch prima alles erkennen kann, was ich hier mache. Dass man das ein bisschen unnötig kann. Ein bisschen hoch noch. So. Mal hier nochmal. Wir versuchen es mal im Motor ein bisschen sauber zu machen. Ich meine, alles wird nicht klappen. Das meiste geht eigentlich so weg. Aus. Wo war ich stehen geblieben? Weiß gar nicht. In dem zurück. Ah ja, in Jack, bei dem Reiniger. Reiniger reingekippt. Ein paar Mal gekickt. Ist angesprungen. Und lief aber ziemlich hochtourig. Seitdem glauben wir, dass das Ding mehr als 50 Kubik hat. Weil sie dreht sie, ist sehr, sehr hoch.
Es ist schon ein bisschen viel. Aber gefahren ist sie, glaube ich, 70. Und dann mussten wir halt eben schauen, dass wir sie irgendwie langsamer kriegen. Haben dann den Sportluftfilter wieder auf den normalen Luftfilter umgebaut. Und der vorherige Besitzer hat einen Sportauspuff verbaut. Hat ihn aber dann abgebaut und an uns gegeben. Sozusagen gratis dazu. Ich glaube, eine Düse war auch noch dabei. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon. Ist ein AM6, glaube ich. Dürfte er zumindest sein. Falls euch wundert, die Evo-Sticker hier sind von dem Auspuff. Weiß gar nicht, ob der hier in der Garage ist. Oder in der Werkstatt. Es ist ein bisschen leicht zu vertauschen. Alles verdreckt. Dürfte anscheinend viel Offroad gefahren sein. Wenn man es dann eben neue Reifen besorgt. Eben den Luftfilter mit dem Luftfilterkasten. Schau mal hier kurz. Ein bisschen. Oh. Nicht hängen bleiben. So. Nochmal. Zieh drunter. So. Naja. Es ist halt eine Arbeit. Die dauert. Wenn man es gut haben will. Man kann auch einfach zur Tankstelle gehen oder zu einer Waschstraße bzw. Waschanlage und es einfach mal abspritzen. Hätte wahrscheinlich auch ein bisschen was gebracht. Aber da hier nichts zugelassen ist, kein Pickerl, kann man damit kaum fahren. Beziehungsweise würde ich es nicht empfehlen. Und man kann es, aber mit Konsequenzen. Teuren Konsequenzen. Und ja. Ich würde mal sagen, auf der Seite hier ist soweit alles fertig. Wir könnten dann mal rüber auf die andere Seite. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. So. Hier auch. Der Tacho hat ein paar Risse und so weiter, aber es zeigt doch an, es reicht. Erstmal ein bisschen hier zwischen rein. Ich mache jetzt erstmal den Öldings sauber, den Ölbehälter hier sauber. Und dann melde ich mich, wenn ich mit dem Ding hier fertig bin. So, Ölbehälter ist jetzt soweit sauber. Hab ein bisschen Bremsenreiniger gebraucht, aber dann ist alles ziemlich leicht gegangen. So, mal kurz. Habe ich Fleck vergessen. Und unten auch.
Aber es löst sich eigentlich soweit alles ziemlich gut. Also es ist nicht alles hartnäckig, bis auf das Öl, das auf dem Behälter war, aber... Jetzt könnt ihr eigentlich wieder ein bisschen tiefer. So, jetzt gehen wir mal weiter hier zum Herzstück. Jetzt wahrscheinlich schon sogar. Ja, wir haben schon nach zwei. Dürften wir haben, das richtig sehe. Ja. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich den Motor noch ein bisschen weiter sauber bekomme und dann melde ich mich. Wenn ich es habe. So, also ich will jetzt mal sagen, ich habe das meiste jetzt vom Motor sauber. Nur die andere Seite muss ich dann noch ein bisschen besser versuchen. Um das mal zu verdeutlichen, dass der Motor dreckig war. Das ist alles dürfte Öl mit Dreck sein. Alles. Ganze Motor damit voll. Weil es aus dem Auspuff raussammert und beim Vergaser ist es auch nicht ziemlich anders. Aber sonst ist eigentlich die Seite jetzt weiter fertig als die andere. Es ist nur hier noch, schauen wir mal, das Rost ist oder Dreck. Mischung aus beides. Ja, zu erwarten. Naja, aber ich könnte nochmal die Innenseite vom Rahmen nochmal abputzen. So, eine Seite, erstmal auf beide Seiten. So, aber eigentlich, bis auf die andere Seite wäre es hier jetzt fertig. So, hier natürlich der gleiche Spaß. Auch wieder voller Dreck plus Öl. Wir versuchen jetzt mal, sie wegzubekommen. Könnt ihr sonst noch mal jetzt so von meiner Ansicht eigentlich mal zeigen. So. Wie sieht das hier aus? Ihr seht hier. Oh, hier. Sollte eigentlich Silber sein. So wie hier. Was aber hoffentlich kein Problem wird. Sind nur ein bisschen. Wir müssen eine gute Strategie haben, um hier dazu zu kommen. Aber ich melde mich, wenn ich es geschafft habe. So, das ist so mal ein kleines Update. Motor ist eigentlich ziemlich gut geworden, muss ich sagen. Wenn man sich ja das so ansieht im Vergleich zu früher, heißt das. Ein bisschen Dreck ist noch, geht ziemlich schwer weg, aber der Rest sieht eigentlich so gut aus. So, als nächstes habe ich mal überlegt, das ganze Kunststoffteile, der kommt hoffentlich wahrscheinlich noch neu, der Halter,
Aber ich würde sagen, den kalten wir uns trotzdem auf, falls meiner hingeht oder so. Aber jetzt einmal versuchen, das dreckige Ding hier zu putzen. Das ist eigentlich nicht so schwer, der Rest. Aber das benötigt trotzdem auch Reinigung. Auf was mit dem Stecker da. Da unten eine klemmen. So. Zeit ist jetzt soweit mal fertig. Jetzt geht es an die andere, die noch schlimmer aussieht. Weil natürlich dieses Teil auf der Seite des Reifens ist. Da ist nochmal ein bisschen mehr Dreck dran. So, das jetzt dann irgendwie so herzulegen, dass man es auch sieht. Wir können es dann halt von hinten auch nochmal. Ist ein bisschen gefährlich mit den Schrauben hier, aber das kann man ändern. Das ist nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres, aber trotzdem, wenn man hier feste drauf greift, kann schon wehtun. Es donnert. Hm. Hoffentlich regelt es nicht, wenn ich wieder heimfahre. Ich kann das dann gleich mal rausschauen, ob es schon regnet oder ob es regnen wird oder ob es wieder nur vorbeiziehen wird. Was angesagt war, weiß ich nicht. Oft schaue ich die Nachrichten auch nicht. So. Was ist denn hier für ein Abstand? Praktisch. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Hier ist ein Abstand zwischen. Ob der so gesund ist? Okay, ist an der Unterseite. Aber man sieht die Birne. So. Das ist, glaube ich, mal dieses Teil. Und ich gehe mal kurz rausschauen. So, regnet tut es noch nicht. Klang aber sehr verdächtig. Also, die Ohren offen lassen. Beziehungsweise einfach mal hören. Oh, jedes Mal kippe ich fast die Kamera um. Ungewohnt. Die nächste Platte hier. Oh. Nicht dran festhängen. Muss auch umdrehen. Die Innenseite machen. Muss man auswaschen. Trockenes Tuch. Mal ab hier auf allen Seiten, Ecken, Kanten und so weiter. So. Das sieht gut aus. Das ist Teil. Das sind ein paar Schlieren. So auch, ne? Noch Wasser. So. Das Teil. Auch fertig. Auf die Seite. Nicht runterfallen. So, Kotflügel. Vorderer.
nicht sehr dreckig. Innenseite geht eigentlich. Schauen wir mal. Fangen wir außen an. Dann nach innen über. Sieht hier, geht überall die Farbe runter. Aber das wird auch noch lackiert. Und dann sieht das schon gut aus, das passt schon. Ich weiß nicht, wo der durchgefahren ist, aber das geht nicht runter. Nee. Also das kriegst du nicht weg. Ach, das hat wahrscheinlich der ganze Lack hier. Na, wie soll ich sagen wissen? Hier. So kleine Punkte. Das dürfte der ganze Lack von innen über die Zeit. Wie habe ich das gerade gemacht? Da ist ein Loch jetzt drin. So ein Fleck. Geht aber sonst nirgendwo weg. Warum geht das da und nicht durch? Okay. Habe ich mich vielleicht hier jetzt. So. Ja, hier das gleiche. Auf der Seite hinten. Halt auch wieder den Lack ab. Dürfte aber irgendwie entweder schief gehangen sind oder er ist einfach komisch gefahren. Das ist hier sozusagen mal oben und hier auf der anderen Seite ist es unten. Und oben ist kaum was. Oben kaum, unten eher. Aber ich weiß nicht. Und dann sieht das immer schon ziemlich gut aus. Die Außenseite, kurz ein bisschen, viel ist eh nicht mehr. So, ist das hier auch fertig. Kann das hier auch irgendwo auf der Seite rasten? So. Die sind ja nur eingehakt, okay, dann kann ich die ja doch rausnehmen. Sieht nicht so aus. Dann ist schon nicht so hier zusammengeklipst. Kann man es wieder aufmachen. Naja. Okay, es ist hier gebrochen, also kannst. Kann da gar nicht viel halten. Muss ich nur schauen, wie das hier reingeht. Ziemlich schwer. So. Das auch. Außen von der Fahrt ein paar Fliegen an die Maske vorne, aber ja, und eine Probefahrt, also so viel ist nicht zusammengekommen. Ich drücke ein bisschen, das ist auch nass. Was haben wir noch? Auspuff lasse ich mal eher. Oder ist. Wenigstens etwas abwischen, nichts. Nur wenig. Ich meine, man kann mal drüber wischen, aber dann. Entfernt man noch eine Schicht vom Lack. Aber. Das will ich ja nicht. Man kann auch hier sehen.
Sie sabbert sehr viel. Ja, kann man nicht sehen. Zu schwarz. Nur den Lenker. Lenker hat neue Griffe, weil die alten, die waren vielleicht, hatten vielleicht noch 2 mm, 1 mm Gummi, bevor sie das Metall erreichten. Dann ist das so abgenutzt, wahrscheinlich nie ausgetauscht, aber wir haben neue, das dürfte auch nicht klappen. Aufpassen, dass hier jetzt nicht zu viel runter geht. Dann passt das schon. Andere Seite. Also Auspuff wird lackiert. Schätze ich halt mal. Und vielleicht noch ein paar andere Teile. Blinker brauchen ja nicht lang. Dürfte verdunkelter sein, schätze ich halt mal. Hier ein bisschen. Ist ein bisschen dunkleres Glas, finde ich. Plastik oder was auch immer. Weiß nicht, was hinten irgendwie ein Kabel rauszieht oder so. Drückt den wir den auch nochmal ab. Dann wären wir eigentlich hier soweit fertig. Ich lege jetzt mal alles zurück. So. Kennzeichenhalter und Rücklicht. Und dann könnten wir uns jetzt eigentlich zu etwas anderem bewegen. Und zwar zur Schwinge. Das Ganze hat hier nur gelegen. Ah, kannst du trotzdem mal. So. Wie man sieht, es ist sehr viel Rost. Also wirklich sehr viel. Ich fange hier erstmal mit dem. Was noch? Ja, den Plastik hier. Fangen wir mal an. Dann bringe ich gleich mal hier die Seite. Schon mal anfangen, sauber zu machen. Ist auch wieder diese komische Ölmischung. Öldreck. Hinter der Kamera steht auch noch was, was wir sauber machen, und dann, was ich sehe, sind wir eigentlich dann fertig. So. Ja, mit dem auch schon mal fertig. Okay. Und dann fangen wir mit dem nächsten an. So. Das nächste, was wir jetzt haben, ist das hier. Reifen und Felgen. Reifen sind neu. Also wirklich minimalst gefahren. Beziehungsweise eigentlich gar nicht. Weil ich Gummi hier dazwischen. Ganze stoppeln, bis man die irgendwie sieht. Aber da ist noch brandneu. Ich muss sagen, vorsichtig hier drauflegen.
wir schon mal. Soweit. Fertig. Sitzbank. Von der Vendetta. Ach, den brauche ich ja. Dann musst du schnell wieder weg. Da bin ich ja gerade dabei, den zu machen. So. Vorsichtig. So. Das ist ja dreckig. Soll auch von der Kette kommen. Ich hoffe, es ist jetzt hier nicht zu langweilig. Falls überhaupt jetzt noch mal zustehen. Wenn hier jetzt noch jemand zusieht, schreibt in die Kommentare Hinterreifen. Einfach mal so. Ich möchte mal sehen, wie viele hier bis hier hinschauen. Würde mich echt interessieren. Natürlich Verbesserungsvorschläge, aber natürlich an mich. Auch in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen habt, Anregungen und so weiter. Alles kein Problem. Jetzt mal durchlesen. Ich stelle mir einfach mal kurz auf. Das sehe ich nämlich leichter. Den Speichern ist noch hier. Ein Dreck dazwischen ist. Hier. Ja. Vorsichtig. So. Die zweite Seite. Hinterrad ist auf alle Fälle schwerer als das Vorderrad. Also es ist größer und es ist breiter. Und dazu kommt noch das Fett von der Kette und so weiter. Dass hier alles ablagert über Zeit. So. Andere Seite natürlich auch noch. Kurz trocken. Wischen. Und dann wäre das hier eigentlich auch fertig. Naja. Dann stellen wir das Rad hier noch dazu. Dann schauen wir mal, was wir noch so zu tun haben. Sind wir wieder auf dem besagten Tisch. Und zwar habe ich jetzt noch einen Luftfilterkasten mit, ich sage, mit Luftfilterkontrollloch. Wenn wir auch noch irgendwie richten. Das ist Metallplättchen jedes Mal. Machen wir den auch nochmal schön sauber. Sieht man das? So. Drin pummelt. Interessant, erstmal ist mein Zeigefinger hier schon total freigelegt. Zweitens hier so Steinchen im Luftfilterkasten. So. Ja, jetzt auch schon mal. Man sieht den Tape. Ist abgerichtet worden. Vielleicht war auch so ein Loch drin.
Ich habe aber auch noch einen Teil gefunden, was noch dreckig ist. Wer rät's? Richtig, danke. War ja einfach. Ist kaum was drin, also. Hier auch. Das riecht zumindest nach Benzin, aber es rinnt dir nichts aus. Also mir fällt nichts auf. Nee, mir ist nichts. So. Die auf dem Tank. Und hier die Sitzbank eingehakt. Das heißt, ich putze hier drunter auch nochmal. So. Trocken wischen. Trocken. So, jetzt mache ich hier nur noch mehr Dreck da weg und dann melde ich mich gleich wieder. Vor allem hat die KTM keine Straßenzulassung, was meine bis jetzt, glaube ich, hat sie keine. Steht recht im Sinne. Trocken, schön, dass hier nichts übrig bleibt. Lustig, hier glänzt nicht, hier auch nicht. Ist noch Dreck. Sehen tue ich nämlich keinen. Ah, doch, so. Da oben ist auch noch ein bisschen was. Komm auch noch weg. So. Wären wir hier eigentlich mit der Rio fertig. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe auch noch was sagen. Und zwar, ich schau mal kurz hier hin. Und zwar bin ich mit einem Fahrrad hier. Dieses Fahrrad hat jedoch Probleme mit den Bremsen. Eigentlich. Das heißt, ich hole es jetzt rein und dann stellen wir mal die Bremsen ein. Würde ich mal sagen. Ich wüsste nicht, was ich sonst die letzte Stunde circa machen sollte. Das heißt, wir sehen uns gleich. So. Haben wir das Vorderrad des Fahrrads. Und hier. Hier. Das Bremsseil. Diesen Hebel. Wie man hier auch noch sieht. Hier oben noch verstellen kann. Angriff. Ich werde es trotzdem mal so einstellen, dass man nicht so viel braucht, um zu bremsen. Das heißt, wir müssen unten diesen, ich muss hier lösen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein ziemlich großer. Ist aber eigentlich meistens leicht zu finden. Lösen wir mal. Vorsichtig. Am besten schon mal Ratsche oben lassen und schon mal festziehen stellen. Dann drückt ihr das Ganze zusammen, also circa 500 Meter auseinander. Das Bremsen hier durch. So, wenn ihr das haben wollt, brauchen wir es hier noch. So würde ich mal sagen. So. Hm, vielleicht sogar ein bisschen zu früh. Das heißt noch ein bisschen lockerer.
Stop muss man ja nicht auch gleich einmachen. Hol ich eigentlich. So. Komm jetzt. Ich glaube, sie greift mir kein oben. Auch noch. Sieht man das? Zoom mal ein bisschen ran. So, hier. Fokussierst du? Fokussierst. So. Diesen. Meistens vorne am. Beim Säbel. Rausdrehen heißt. Fester machen sozusagen eigentlich. Reindrehen, lockerer. Dann noch zur Gegenmutter. Sind wir irgendwie. So. Die dann irgendwie festmachen. Für hier nicht zu viel braucht. Ich kann hier zum Beispiel die Hinterbremse kann jetzt bis zum Anschlag drücken und man hört hinten. Sie greift nicht perfekt. Beziehungsweise berührt sie den Reifen. Ich will wieder raus. So. So. Das heißt, Vorderreifen ist klar. Quietscht auch nichts. Das heißt, Hinterreifen. Das ist hier drin was. Fahrrad ist unten. Hier. Ist auch wieder. Auf die Seite. So. Ja, auf der anderen Seite ist er. Oder? Ne, es passt schon. Hier. Schraube. Ratsch nehmen. Aufdrehen. Lose machen. Auto vorbei. So, das war gezogen. Geht jetzt. Irgendwo. Ein bisschen fester so noch. Jetzt dürft's. Perfekt. Muss ich nur mal kurz was probieren. Und so ist beim Lenker oben ganz rausgezogen. Oder? Sehr gut. So ist es noch voll. Anschlag wieder drin. Das braucht wieder eine Ewigkeit, bis es drin ist. Das heißt, wir stellen es so ein, dass wir auf dem minimalsten zwar noch ein bisschen Weg haben, aber nicht zu viel Weg. Das heißt, wir aufpassen auf freistehende Drähte. Hallo. 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 Ach so ist er. Vertretung da, ja. Entschuldige. So. Festziehen. Und
Ja, also passt auch. Au. So. Sieh nochmal. So. Passt perfekt. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Ich auf die Seite. So. Passt. Ein bisschen weiter zurück hier. So. Gib mir nur noch ein bisschen weiter raus. So. Ich würde sagen, war es das von dem Putzvideo der Rio plus einen kleinen Bonusclip von dem Fahrrad, damit ihr auch wisst, wie ihr die Bremsen bei eurem Fahrrad einstellt. Es ist nicht schwer, es ist eine Schraube, müsst ihr irgendwie schauen, dass ihr das Drahtseil in die Hand bekommt oder in eine Zange, so wie ich. Und sollte aufpassen auf wegstehende Drähte. Jetzt hier den Handschuh aufgerissen hinein. Und wenn das tiefer reingeht, dann ist das nicht so gut. Fühlt sich nicht gut an. Aber ja, vielen Dank fürs Zusehen. Natürlich gibt es auch noch andere Videos mit Papa, Martin, was auch immer ihr wollt. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Nice 36 Video. Tschüss.